Hoi ho und herzlich willkommen in Joreikos Märchenstube zu einem weiteren Retro-Spiel-Review. Heute mit dem Titel Zauberer und Prinzessin aus dem Jahre 2012 von Kelvin. Anime, Märchen und Videospiele. Drei sehr unterschiedliche Medien, die Kelvin 2012 in einem einzigen Pixelwerk zusammenbringen wollte. Heraus kam dabei Zauberer und Prinzessin. Das mit optisch hochwertigen sowie fantasievollen Kulissen, kreativen Gameplay-Ideen und zahlreichen ulkigen Humoreinlagen aufwartet. Dass Zauberer und Prinzessin dabei gegenüber seinem Vorwerk Sonnenschauer eher entblasste und auch sonst kein Dauerabo auf die Ruhmeshalle der Maker-Klassiker abschließen konnte, ist vor allem in der Handlung und den Kämpfen zu begründen. Falls ihr jedoch ein 2D-Pixel-Rollenspiel möchtet, das Märchen, Mythen und Literatur unterhaltsam in ein etwa 6 Stunden langes Abenteuer in die Moderne holt, könnte Zauberer und Prinzessin etwas für euch sein. Es ist außerdem bemerkenswert, dass viele Abschnitte des Spiels ganz klare Weiterentwicklungen aus Vorwerken wie Sonnenschauer, Alice und Finstere Träume darstellen. Wer immer noch zweifelt, hört weiter zu. Story. Alicia ist ein ganz gewöhnliches, verträumtes, verliebtes und unsicheres Mädchen in einem Schulinternat, das sich eher schlecht als recht durch ihren Alltag manövriert. Dennoch ist sie mit der Welt eigentlich im Einklang, bis sie der eigenbrötlerischen und gemobbten Noemi, welche als Hexe bezeichnet wird, in einen tiefen, dunklen Wald folgt. Nicht nur wird sie dort um ihr Leben bangen, sie wird auch einen Nussknacker treffen, der sich ihr als Waffe zur Verfügung stellt, zusammen mit einer wenig beruhigenden Krönung. Sie sei die Prinzessin, welche die Märchenwelt retten und verhindern müsse, dass diese mit der echten Welt verschmilzt. Bald schon kommt noch ein gestiefelter Kater und vor allem ein rüpelhaft chauvinistischer Märchenprinz namens Kerian hinzu, der Alicia mit seinem Schwert zur Seite stehen soll. Innerhalb der Handlung bewegen wir uns in zwei verschiedenen Modus operandi. In der echten Welt an Alicias Schule dürfen wir uns in jedem Kapitel mittels einer Ortsauswahl aussuchen, welche Szenen wir zuerst betrachten. Eine Auswirkung hat das nicht, da meistens alle verpflichtend sind, aber es hilft dem Bilderbuchcharakter. In den Märchenwelten gilt es jedoch, oft mit einer niedlichen Gebietskarte uns durch Dungeons, Dörfer und 7 Berge zu kämpfen und knobeln, um den titelgebenden Zauberer, welcher verletzliche Menschen manipuliert, um beide Welten zu verschmelzen, zu schwächen und letztendlich aufzuhalten. Zauberer und Prinzessin versteht sich in seiner Inszenierung dabei vor allem als Bilderbuch und Theaterstück, ein erzählerisches und audiovisuelles Konzept, das meistens voll aufgeht und für euch etwas Besonderes darstellen wird. Die Anzahl der parodierten, persiflierten und behandelten Franchises kennt dabei kaum Grenzen. Ob Märchen wie Rapunzel, Aschenputtel oder Schneewittchen, Literaturklassiker wie Alice im Wunderland oder auch Filmikonen wie Willy Wonkas Schokoladenfabrik, ihr werdet weit mehr als nur einmal amüsiert mit den Lippen zucken. Dann und wann ist mal ein kelventypischer Cringe-Moment wie etwa Witze über Nerds und nackte Frauen eingestreut, aber das kann man in der Seltenheit großzügig übersehen. Schreiberisch ist es im Gegensatz zu etwa Sonnenschauer abermals kein wirklich großer Wurf, der einen hier erwartet. Alicia lässt uns wie auch in Alice vor allem durch innere Monologe von ihren Gedanken und Gefühlen wissen. Doch abermals sind diese in einem sehr simplen Tell-Don't-Show gehalten, was hier jedoch deutlich besser funktioniert, da es den Kinderbuchcharakter unterstreicht. Weiterhin sind Alicias letztendliche Lösungen und inspirational Dialoge für viele der Menschen, die sie retten muss, Liebeskummer, Ehrgeiz, Neid, überaus simpel und oberflächlich, aber auch das passt genau genommen zur Geschichte. Hin und wieder schleicht sich ein Perspektivwechsel ein, in dem ihr nicht Alicia, sondern Prinz Kerian spielt. Das bleibt aber inkonsequent und ist für sich gesehen auch nicht wirklich spannend. Warum das alles aber den in meinen Augen größten Schwachpunkt im Spiel darstellen soll, ist in der zweiten Hälfte zu ergründen. Und hier komme ich nicht um leichte Spoiler umhin, die aber nur Spoiler sind, wenn man nicht weiß, wie Märchen mit einer Prinzessin und einem Prinzen meistens enden. Essentielle Bestandteile, namentlich alles, das mit Alicia und der Romantik zu tun hat, ist offensichtlich aus archetypischen Shoujo-Romantik-Manga und Anime entnommen, deren Tropes wir zuhauf im Spiel antreffen. So haben wir den perfekten Oberschulschwarm, in den Alicia eigentlich verliebt ist, und auf der anderen Seite den groben, unfreundlichen, sexistischen, rüpelhaften Kerian, der ja aber vielleicht auch ganz sexy ist.
Während besagte Shoujo-Manga die naive und schüchterne Protagonistin meist in eine Liebesgeschichte mit genau solchen Charakteren verstricken, egomanisch, übergriffig, manierlos, ist das meist bestenfalls fragwürdig, oft aber dadurch erklärt, dass die Edgelord-Boys innerhalb der Geschichte zumindest eine grundsätzliche Entwicklung hin zum präsentablen Lover durchmachen. Hier hat Kelvin die Inspiration fallen gelassen, denn Kerian entwickelt sich nicht, keinen staubigen Millimeter, nicht mal einen pissigen Prozent. Und Alicia, welche eigentlich die starke, sich aus sich herausentwickelnde, emanzipierte Protagonistin darstellen soll, verliebt sich dennoch irgendwann einfach so in ihn. Warum? Keiner weiß es, weil es übergangslos passiert und garantiert nicht in Kerians Verhalten begründet liegen kann. Von der ersten bis zur letzten Szene ist Kerian ein sexistisches, herrisches, soziopathisches Arschloch, das Alicia in einer Tour beleidigt, herabsetzt, demütigt und Sprüche über ihr Gewicht, ihre Brüste und ihr hässliches Gesicht turbt. Er bezeichnet andere Jungs als Schwuchteln und küsst Alicia einfach so, wann es ihm eben passt. Dass Kelvin dann damit um die Ecke kommt, dass Alicia sich in den verliebt, ist nochmal mindestens genauso sexistisch, unangenehm und eine Message, die einen jeixen lässt. Man merkt hier schmerzhaft, dass Kelvin zwar glaubte, etwas von Shoujo-Manga und den Tropes dahinter zu verstehen, er aber am Ende doch nicht wusste, worauf es dabei ankommt und in puncto Frauenbild einmal mehr so viel Feingefühl wie ein überladener Bulldozer hat walten lassen. Konsequenterweise, und auch hier wird leicht gespoilert, gestaltet sich auch völlig unabhängig von der Romanze das Finale und Ende der Geschichte auf jeder Ebene enttäuschend und antiklimatisch. Der Enddungeon ist lieblos, die letzten Dialoge mit dem Antagonisten sind comichaft random, sämtliche Nebencharaktere werden zum Schluss vergessen und nicht mehr erwähnt. Eine Konklusion fehlt abgesehen von der kruden Romanze gänzlich. Das ist ein essentieller Unterschied zum geistigen Vorgänger Sonnenschauer, in dem Kelvin ein beinahe perfekt runder Abschluss gelang. Schade. Sonstige Charaktere. Obwohl der Nussknacker und der gestiefelte Kater Alicias Vertraute und wichtige Verbündete sind, bleiben sie bis zum Schluss blass und fristen ein Dasein als Plot-Devices. Unter Alicias MitschülerInnen tummeln sich viele weitere klassische Stereotypen des Manga-Mediums, etwa der schüchterne Kindskopf und die Sportlerin, die sie beschützt, die Zwillingsfieslinge, die später zugänglicher werden, aber mehr Screentime gebraucht hätten. Die dritte Protagonistin, Hexe Noemi, welche weder morbide noch interessant genug ist, um ihren Trope zu erfüllen. Und dann wäre da noch Medusa, der vermutlich beste Charakter im ganzen Spiel. Eine Gorgone, die in die echte Welt gelangt, um an Computern Wikipedia-Einträge über sich zu editieren, um das ganze Halbwissen darin richtigzustellen. Gold. Schade, dass sie am Ende auch vergessen wird. Der Zauberer hat am Anfang eine äußerst bedrohliche Präsenz, die am Ende jedoch zur Aura eines besoffenen Glücksbärchis verkommt. Es gibt weiterhin irrsinnig viele urkomische NPCs, die euch entweder schallend lachen oder manisch grinsen lassen werden. Eine fluchende Fee, Insassen einer Märchenanstalt oder trollende Vogelscheuchen. Super! Optik und Welt. Ich hab's erwähnt, ich muss es resonieren. Das Spiel ist wunderschön und zwar in jedem Moment und jeder Szene. Viel hübscher wird es in einem deutschen Makerspiel nicht. Was Kelvin hier an pixelbasierter Fantasie, Traumtänzerei und malerischer Raffinesse in seine Märchenwelten gebracht hat, ist eine Augenweide. Vor allem Spaß habt ihr, wenn ihr in wichtigen Szenen ein tatsächliches Theaterstück aus den Geschehnissen macht. Sogar der ganze Stil ändert sich mal, solltet ihr einen fremdländischen Tempel betreten. Die Umgebungen werden durchzogen von zahlreichen kleinen lebendigen Animationen bei NPCs, wie etwa wippende Füße, ein Walkman, das Putzen mit dem Besen, ein zu kratzender Hintern, Hände, Gespräche, you name it. Gameplay und Kämpfe. Wir haben über die beiden Seiten des Spiels gesprochen, indem ihr entweder Szenen wie in einem Film betrachtet oder eben Märchen-Dungeons durchkämmt. In letzteren werden euch viele kleine Minispiele und abwechslungsreiche Aufgaben geboten, darunter Rätsel, Geschicklichkeitsspiele oder Hetzjagden. Auch hier kombiniert Kelvin geschickt Bausteine früherer Spiele zu einem besseren Ganzen. Die Rätsel sind Kelvin-typisch teilweise wieder ziemlich knifflig und stellenweise einfach zu verkopft, und das trotz dessen, dass es sich im Spiel über Schieberätsel lustig macht. Man kann hier jedoch beruhigt zu seiner beigelegten und übersichtlichen Komplettlösung greifen.
Das Menü ist übersichtlich und im Gegensatz zu Alice werden Gegenstände hier automatisch benutzt, was dem Flow sehr hilft. Die Kämpfe sind für mich das zweite große wirkliche und in diesem Fall auch nicht subjektive Problem des Machwerks. Es gibt 2,5 Kampfsysteme, eines mit Alicia, eines mit Kerian und ein einmaliges. Das Hauptkampfsystem mit Alicia erinnert stark an das bis dato noch nicht erschienene Eldorado 2, bei dem ihr euch durch einen Raum bewegen, kämpfen und Gegenstände zu eurem Vorteil nutzen müsst. Dies geht auf normal oder einfach. Allerdings sind die Kämpfe selbst auf leicht eigentlich konstant zu schwierig und vor allem viel zu lang. Einmal abgesehen davon, dass es auf den Karten immer viel zu wenig zu nutzen gibt und das Kampfsystem somit auch schon wieder obsolet wirkt. Kauft man sich nicht die richtigen Gegenstände, in der Komplettlösung gibt es dafür Tipps, oder übersieht gar Goldmünzen, kann man sich sehr, sehr schnell softlocken und das an jeder beliebigen Stelle des Spiels. Und eigentlich am wichtigsten, die Kämpfe sind zähflüssig und machen keinen Spaß. Ein cooles Detail ist, dass Alicia irgendwann nach Kämpfen nicht mehr umfällt. Kerians Action-Kampfsystem ist etwas dynamischer, leidet aber auch an deutlich zu ausdauernden Gegnern, seinen von Anfang bis Ende gleichen Angriffen und schmerzlich ungenauen Trefferzonen. Das dritte und einmalige Kampfsystem basiert auf dem Spiel Alice und instruiert euch auf, durch verschiedene Räume zu fliehen und euren Verfolger mit den Inhalten zu behindern. Dies war die spaßigste Passage und das hätte gerne öfter Anwendung finden dürfen. Fazit, Fazit, Fazit. Märchen, Romanze, Abenteuer. Zauberer und Prinzessin möchte all das sein, hätte folgerichtig aber gut daran getan, sich auch mehr auf die Stärken all dieser Aspekte zu konzentrieren, statt unausgereifte Kampfsysteme und Shoujo-Persiflagen zu forcieren. Nichtsdestoweniger bleibt Zauberer und Prinzessin, gerade wenn ihr öfter Maker-Spiele genießen wollt, ein augenöffnend schönes Pixelwerk, das an fantasievollen Orten und inspirierenden Facetten eigentlich nur von den wirklich großen Klassikern oder Eigenwerken wie Sonnenschauer übertroffen wird. Musikalisch passt der Score immer formidabel zum Gezeigten und spielerisch gibt es goldene Mengen an Abwechslung und witzigen Minigames zu bestaunen. Der Humor des Spiels ist stellenweise dann auch so stark und überzeichnet, die NPCs so wundervoll absurd, dass man Calvin den ein oder anderen unbalancierten Kampf oder deftigen Macho-Spruch verzeihen möchte. Wollt ihr nur der Crème de la Crème deutscher Makerspiele eure Zeit widmen, würde ich eher zu Sonnenschauer oder einem Klassiker greifen. Interessiert ihr euch auch für die reizende zweite Reihe, ist das hier einen längeren Blick wert. Erwartet nur kein Happily Ever After für die Charaktere und vor allem Alicias emanzipatorischen Bestrebungen. Von mir gibt es für Zauberer und Prinzessin 6 von 10 cholerische Fuckfeen. Ein deutlich überdurchschnittlich gutes und wunderschönes kostenloses Spiel zeitloser Natur. In der Beschreibung findet ihr alles über Calvin und seine Spiele, den kostenlosen Download und selbstverständlich auch mehr aus der Märchenstube. Ich bedanke mich für euer Beisein und sehe euch im nächsten Märchen wieder. Garantiert geistlos, bis zum Ende aller Tage.